Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Part Nummer 24, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe keinen Plan mehr. Ich bin gerade wieder extrem geil am Aufnehmen. Also mit einer riesen Latte. Nein, Spaß, lol. What the fuck, was los? Drei Schaufeln, Schwertverbot. Hätte ich nicht gedacht. Wir fangen jetzt an mit so Einschränkungen. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Aber anscheinend kann man das machen. Das ist geil, weil man hat eine komplett neue Challenge. Es ist... Wow, ganz anderes Spiel. Jetzt habe ich tatsächlich kein Schwert. Ich glaube, ich nehme den Magiestab. Wenn es brenzlig wird, den Bumerang. Oh Gott. Es fängt schon im ersten Raum an. Es fängt schon im ersten Raum an. Bei Schleimen. Hey, wie soll ich denn den da runterboxen? Mit dem Bumerang? Echt? Dann kann man ihn paralysieren und dann kann man... Ganz anderes Spielerlebnis. Ich sag's euch, Jungs. Alter. Ich möchte mich für den Support bedanken, den ihr in dem Projekt da lasst, übrigens. So an der Stelle. Weil es ist halt echt auch ein geiles Projekt. Wollte ich jetzt hier nur mal so anmerken lassen. Boah, wie macht man die denn nochmal kaputt? Wie macht man die Bomben? Waren das Bomben bei denen? Ja, es waren Bomben. Aber jetzt warte mal. Wir müssen hier die ganze Zeit rumwechseln. Rumwechseln. Ah, alles klar. Neues Wort. Hm, vielleicht geht auch der Magiestab, ich weiß nicht. Komm schon, jetzt hau doch nicht die ganze Zeit ab. Der Magiestab geht. Das ist so ein bisschen mein großes Ass im Ärmel jetzt. Ohne Schwert, Alter. Geil. Geile Challenge auf jeden Fall. Komplett neues Spiel. Schwert macht so viel aus in dem Spiel. Und das wird man sich hier einfach richtig bewusst. Aber wir haben ja die Dungeon-Items. Ich glaube, hätten wir die nicht, könnten wir gerade... Können wir gerade ins Gras beißen? Oh lol, als ob ich jetzt runtergeflogen bin. Ja komm, Schwertlaser habe ich eh nicht. Weil kein Schwert. Alter, ich kassiere gerade richtig. So. Ich wollte einfach alle Gegner besiegen. Ich gucke ja selber, ob ich es hinbekomme. Wie soll ich denn das jetzt machen? Schwimm, Link. Schwimm. Schwimm um dein Leben. Ach, kacke. Ja, keine Chance. Einfach so irgendwie dran vorbeiglitschen. Macht doch auch keinen Sinn, ohne Witz. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche den Bumerang. Bumerang ist so ein bisschen unser Joker. Wenn zu viele Gegner in einem Raum sind. Wir müssen runter. Da ist eine Kiste. Boah, wie sollen wir den denn besiegen? Ist mir noch gar nicht. Ach so, ja, das war der. Ich habe gedacht, den muss man mit dem Schwert besiegen. Oh Mann. Den habe ich mittlerweile richtig gut raus. Sein Zappeln erinnert mich ein bisschen an Masturbieren, aber ansonsten. Cooler Gegner. So. Wie macht man das denn kaputt? Bombe? Bombe sollte gehen. Ja, Mann. Bombe geht. So. Aber jetzt müssen wir noch alle Gegner besiegen. Ich möchte die Pfeile noch nicht verschwenden. Und der andere Shit paralysiert nur. Das heißt, wir gehen weiter mit dem Bumerang durch. Ich brauche die Pfeile für den Endboss. Oder für Hinoxe. Hinoxe sollten auch. Die Bombe ist noch nie so schnell explodiert. Alles klar. Ja, nimm doch die Fee, du Affe. So. Wo geht's denn hier weiter? Hier. Das ist auch ein Truhenraum, wenn mich nicht alles täuscht.
einfach die Idioten hier nehmen und dann tschüss. Nächster Schlüssel. Es geht weiter. Ich mache hier nur einen Schleim. Nee, schon mehr. Der Bumerang ist so die Lösung hier. Aber ich versuche wieder vom Bumerang wegzukommen. Ah, hier ist noch ein Minenraum. Ja, komm, wir brauchen jetzt nicht alle Rubine. Es gibt eh nichts mehr, was ich zu kaufen habe. Die ganzen Fragmente habe ich geklaut. Das wären um die 10.000 Rubine gewesen. Alles klar. So, nächster Hinox. Oh, ich würde mal so gern Legend of Zelda Breath of the Wild spielen. Aber dazu fehlt mir einfach die Zeit. Aktuell. Oder besser, ja, die Zeit im Sinne von, ich habe so viele LPs zu machen. So viele neue Spiele. Ich muss jetzt erstmal Reichweite aufbauen. Oh, das wird auch interessant. So. Jetzt kommst du hierher, oder? Und zack. Jetzt kommst du wieder hier. Oh mein Gott. Das ist die Lösung bei dem Gegner. Er kommt schon wieder. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Jetzt hat er Schiss bekommen. Jetzt hat er sich gedacht, Junge. Der Typ ist mir einfach zu krass. Ich habe eh keine Chance. Tschüss. So, letzter Raum. Wir haben echt alle Räume erkundet. Oh nein, was waren das für Viecher nochmal? Ah, die waren gar nicht so schwer. Ah, hier kommt der letzte Schleim. Oh Mann! Wo ist der Schlüssel? Hier. Ah nee. Ist da nicht im originalen Schlüssel gespawnt? Aber ich glaube, hier spawnt ist kein Schlüssel, weil wir den Boss-Key rausgeholt haben. Ich finde die Animation lustig, wenn Link ohne Schwert rennt. Guckt euch das mal an. Ich glaube, die wurde extra wegen der Challenge hier noch eingefügt. Ansonsten gäbe es eigentlich keine Begründung. Warum man die Animation gemacht haben sollte. Weil Link hat ja eigentlich nie kein Schwert und die Laufstiefel. Alter, das muss jetzt sein. So. Ja, jetzt wird's hart. Ich versuche nur mit dem. Bogen zu töten. Er hat schon die zweite Phase. Oh mein Gott, ich hätte ihn sogar getroffen. Was? Er ist schon tot? Hä, aber der kam mir doch viel schwerer vor. Okay, hätte ich nicht gedacht. Was kriegen wir dafür? Ein weiteres Kammerfragment. Und Herzen. Oh! Und wir bekommen neue Herausforderungen. Wir bauen jetzt natürlich. Mal gucken. Ah, ne, wir haben ja keine. Die Uhr tickt. Einschränkung 5 Minuten. Du brauchst innerhalb von 5 Minuten. Ah, alles klar. Pass auf, dann machen wir das ganz einfach. Wir platzieren zwei Treppen. Machen hier ein Zweierle. Ja, das kann man extrem schnell lösen dann. Einfach hier so alles. Unnötige Räume platzieren, die man eigentlich nicht besuchen muss. Dann ist der Teil hier eh komplett unnötig. Fällt mir gerade auf. Dann machen wir hier einfach sowas. Ja, das passt schon. Das passt schon. Dann haben wir hier die Treppe hin. Machen hier noch ein komplett unnötiges Einserteil. Ach, scheiße. Es gibt nicht mehr so ein komplett unnötiges Einserle. Aber es gibt so ein komplett unnötiges Einserle. Wir können noch ein paar. Ach nee, warte mal. Ja, dann lass hier einfach aufsprengen. Dann machen wir hier den Boss. Ich weiß nicht, was wir für einen Boss machen.
Machen wir den hier. Dann brauchen wir noch zwei alle. Nehmen wir am besten so richtig. Ah, die sind ja eh auf dem Weg, also kann man da eigentlich schon was Geiles draus machen. Aber. Ah, komm, wir sind schon fertig. Also von ihm. Sichern wir das Labyrinth. 5 Minuten haben wir Zeit, wir schaffen das safe. So. Das Layout gefällt mir auch nicht so. Man muss die ganze Zeit zurück, die ganze Zeit irgendwie so sich durchtippen. Könnte auch besser gehen. So, 5 Minuten haben wir Zeit. 4 Minuten 59 sind es noch. Hinox. Schon wieder. Also für den brauchen wir... Jetzt können wir mal testen, wie lange wir für den brauchen. Also wir haben jetzt 57. 2 Sekunden irgendwas. Und wir sind langsam, weil wir bekommen Schaden. Also ich versuche den Tablet unter 2 Minuten durchzuspielen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Ein Rubin. Wo muss ich denn jetzt lang hier runter? So. Dann haben wir den Subraum. Hatten wir den eigentlich schon mit den Cheap Cheeps? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, der scheint mir so neu. So. Dann hier die Bombe. Scheiße. Das kostet viel Zeit. Vielleicht ein bisschen länger als 2 Minuten. Ich bin strunzdoof. Ich bin strunzdoof. Ah. So, jetzt. Der Fehler hätte nicht sein dürfen. Ja, jetzt schaffe ich es in unter 2 Minuten auf jeden Fall nicht. Ist, glaube ich, aber möglich. Ich glaube, wir haben jetzt 2x 20 Sekunden gebraucht für den Keck hier. Den können wir einfach drüber. Einfach durchlaufen. Oha, die Batterieleistung lässt mal nach. Hätte ich nicht gedacht, dass es jemals passiert. Kriegt man hier nichts? Ah doch, auch eine Truhe. Komm schon. Ja doch, vielleicht kriegen wir es in unter 2 Minuten hin. Jetzt warte mal. Wenn wir uns jetzt beeilen. Das kriegen wir vielleicht hin. Komm schon. 30 Sekunden für den Gegner. Wird knapp. Scheiße. Ah, jetzt kriegen wir es auf jeden Fall nicht mehr hin. Oder? Schnell durch die Tür. Ach nee, es ist das Gesicht. Scheiße. Ja, aber 3 Minuten. Passt. Alter, jetzt ist zu viel Action hier gerade auf dem Screen. Junge, was passiert hier? Also bei dem Gegner, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, einfach nicht zu viel Hektik an den Tag legen. Der hat mir jetzt richtig viele Herzen abgezogen. Einfach erst warten, bis er seine Vasen und seine Platten rumgeballert hat. Und dann kann man auf sein Gesicht gehen. Nächste Challenge ist auf jeden Fall beendet. Dafür bekommen wir weitere Kammern.
Und ein Herzcontainer. Und damit haben wir alle Herzen. Wir bekommen jetzt gerade richtig viel Zeug in den Arsch geschoben. Und Todeskrabscher, die haben wir noch gar nicht gesehen. Und es gibt weitere Herausforderungen. Nein, nicht erkunden. Och Mann. Vertippt. Gut, ich denke, wir haben jetzt echt alles. So gut wie alles. Also werden wir jetzt noch... Oh mein Gott, das sind ja richtig viele. Aber alles wieder mit einer Schaufel. Schmiede das Schwert, schmiede den Schild. Alles klar. Also hier gibt es noch ganz viele Herausforderungen. Wir werden jetzt in dem Part mal anfangen. Vielleicht werden wir im nächsten Part fertig. Ich werde auf jeden Fall alles Mögliche bauen. Wir werden auf jeden Fall alles Mögliche erkunden. Hier braucht man echt alles. Wir fangen jetzt mal mit... was ist kleiner? Das Haus der Hinox. Das werden wir auf jeden Fall mal bauen. Was ist denn hier der Endboss? Alles klar. Jetzt pass mal auf. Wenn das Ding das Haus der Hinox heißt, dann ist es ja passend, wenn wir nur Hinox da reinhauen. Ach so, sind schon drin. Okay. Ja, warte mal, dann bauen wir so ein. Dann machen wir hier so ein Glibberteil. Dann machen wir hier einfach zwei Geraden rein. Machen wir so richtig einfache Challenges. In dem Part. Den Rest baue ich und dann erkunden wir den Shit im nächsten Part. So. Und dann brauchen wir noch eins mit einer Truhe. Und das war es eigentlich dann schon. Also Haus der Hinox ist echt leicht zu bauen. So, zurück zu den Anfängen. Alter, lauter Treppen. Wie das jetzt schon wieder aussieht. Scheiße. Ungutes Omen. Alles klar. Also hier braucht man echt alles. Gefällt mir. Werden wir auf jeden Fall spielen. Also das LP wird noch ewig dauern durch das hier. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch zwei Challenges machen, glaube ich. Wir bauen jetzt hier noch den Schwerttempel oder was auch immer das ist. Und das andere. Aber ich würde gerne überall Hinoxe reinmachen, weil Hinoxe sind so ein bisschen meine Bros. Meine Lieblingsviecher. Und wir brauchen hier recht viel von dem Shit. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, so fährt man am besten. So. Und dann hier noch vielleicht eine Truhe. Und dann hier genau das Gegensätzliche machen wir hier unten. Kann man praktisch jeden Raum betreten. Könnte aber auch zum Nachteil werden, nachher mit den Vierern. Nee, warte mal. Ich kenne Treppen. Nervt mich doch nicht. So, irgend so unnötiges Zeug halt. Da kommt man halt schnell durch. Oh, hier haben wir noch zwei neue Sachen freigeschaltet. Genau. Die Grabscher, die möchte ich gern mal sehen. Die hätte ich gern. In dem Raum geschieht schon zu viel. Die hätte ich gern. Nein, hier auch nicht. Hier hätte ich gern die Grabscher drin. So. Dann brauchen wir hier. Brauchen wir den Vierer. Können wir so einen nehmen. Ich weiß nicht, ob wir den nehmen sollen. Ich hab Schiss. Ich hab Respekt vor diesem armen Ostritter. Ich traue mich nicht. Wenn ich mal so ein ultimatives Dungeon mache oder so ein Shit. Ah, hier brauchen wir tatsächlich nur einen Dreier. Ja, dann nehmen wir hier nichts Schweres. Sehen wir hier den. Den hier. Dann brauchen wir hier aber wieder einen Vierer. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was wir nehmen. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ist nicht mein Lieblingsgegner. Aber kann was werden. So, dann haben wir hier einen Vierer. Alter, wir brauchen Truhen. Und das können wir das gar nicht machen. Hm.
Hier brauchen wir einen Schlüssel, der ist aber optional. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Zweier. Brauchen wir hier. Dann am besten in Zweier, wo recht wenig passiert. Hier. Ah ne, wir müssen den Boss noch irgendwo hinmachen. Das nervt mich jetzt gerade dezent. Ja, dann müssen wir den Raum doch rausmachen. Weil unten muss der Boss hin. Ja, nehmen wir den hier. Komm schon. Dann hätten wir eigentlich das meiste. Also wenn man den Eingang hier runter macht, hat man eigentlich... Ach, kann man gar nicht. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Wir machen uns den Dungeon übelst einfach. Indem wir hier einfach noch einen Einsalle platzieren. Mit einer Treppe? Ne, ohne Treppe. Gibt's ja auch was ohne Treppe. Ah, der Rubinraum. Der Rubinraum, der rettet meinen Arsch. Jedes Mal. Und dann würde ich den Raum nehmen. Ja, weil der andere Scheiß ist ja eh nur optional. Dann wird das wieder ein richtig kurzer Dungeon. Man kann sich das so einfach machen. Oh, hier ist noch eine Fee. Die kann man hier irgendwo platzieren. Zweierfee, was ganz Neues. Dann nehmen wir hier den Raum. Der gefällt mir eigentlich voll gut. Dann brauchen wir ein Dreierle. Wir brauchen jetzt recht viel Dreier. Aber davor brauchen wir noch ein Zweier. Hier nehmen wir noch einen Hinox. Auf der anderen Seite auch, bitte. Ah ne, hier müssen wir so einen nehmen. Weil wir den Hinox schon verbraucht haben. Hier haben wir gar nichts. Hier können wir noch einen Farbschalter nehmen. Ah ne, können wir auch nicht. Okay, jetzt brauchen wir Dreier. Ah ne, wir brauchen noch einen Einser. Mit einer Truhe. Nehmen wir den hier, ist am einfachsten. Und dann brauchen wir noch einen senkrechten Einser. Besten auch nur optional. Ah, okay, nehmen wir halt. Ach nein. Wir brauchen die Truhe. So. Dann brauchen wir noch einen Zweier. So ein. Ach, was Einfaches. Nichts Lästiges. Nichts, was rumnervt. Jetzt brauchen wir noch zwei Dreier. Von der gleichen Struktur her. Und dann wären wir schon fertig. Was ist das hier für ein Raum? Alter, als Zwischenboss. Geil. Du kannst echt viel machen mit dem Ding. So. Der hier. Und ich weiß nicht, soll ich den? Nee, ich habe keine Lust rumzufahren. Der hier. Also schlussendlich machen wir die Hälfte vom Tempel gar nicht. Oder müssen wir gar nicht erkunden. Weil wir so viel unnötige Wege reingeklatscht haben. Und die zwei Tempel schaffen wir so locker in 5 Minuten. Also wir kommen in dem Part auch nicht über 30 Minuten. Schmieden das Schwert. Lass es weiterbauen. Ach, scheiße. Beenden. So. Erkunden. Erkunde das Labyrinth. Also, wir werden auf jeden Fall die nächsten paar Parts hier dran sein. Am Erkunden. Ich werde auf jeden Fall immer den kürzesten Weg raushauen. Also, der kürzeste Weg ist jetzt klar. Wir gehen jetzt einfach hier nach links. Töten hier die zwei Dullis. Kriegen die Kiste. Und in die Kistenräume müssen wir eh. Also, von dem her. Das ist auch meine Frage, wie kommen wir hier durch? Ah, hier so. Puh, da hatte ich nochmal Glück. So, das ist hier hoch. Und dann nach links. Einfach Y-Spam. Wie die Explosion-Animation einfach länger dauert als der Rest. Es ist so traurig.
Ich weine. Rubin ist da. Ja, du bist hier nur mit so einem Rubin abgespeist. Ist klar, aber... Hey, ich mein... Was erwartest du? Wenn du eigentlich cheatest. So, runter. Und dann... Ah, jetzt springt ja gerade auf mich, der Idiot. Hätte auch nicht sein müssen. So. Hier können wir eigentlich drüber springen. Ah, Kacke. Jo, heil mich mal. Das ist nur ein halbes Herz, aber ich... Scheiß drauf. So, jetzt haben wir hier noch den Golem. Der wird ein bisschen heftiger. Weil der nur einmal gehittet werden kann, deswegen ist er heftiger. Aber er hinterlässt ja auch eine Fee. Der war so heftig, wo wir es erstmal den Farbtempel gemacht haben. Mittlerweile finde ich ihn recht lächerlich. So, hier einfach durch. Boss-Key nehmen. Dann hätten wir den Tempel schon. Und der Hinox-Tempel wird noch leichter. Er wird einfach noch leichter. Die Rubine brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir haben im Grunde genommen alles. Fragmente habe ich geholt. Herzteile auch alle gekauft. Muscheln gibt es nicht mehr zu holen. Jetzt beim Rückweg musste ich die Fledermäuse töten. Alles klar. David war unglücklich. Der Tempel der Farbe ist übrigens nicht neu gewesen. Den gab es bei Link's Awakening DX auch schon. Als Bonus-Tempel. Ich weiß nicht, warum sie es jetzt nochmal als neuen Tempel verkaufen wollen. Wahrscheinlich ist es ein Kaufargument oder so, könnte ich mir vorstellen. So, ohne Schwertlaser dieses Mal. Aber der Boss ist eh nicht ohne. Von dem her. Also er hätte uns so oder so getroffen. So. Ah, den zweiten habe ich jetzt nicht getroffen. Komm schon. Kacke. Ah, die Federn treffen mich halt immer. Das ist halt ziemlich asozial. Und er hört gar nicht mehr auf. Komm schon. Jetzt wird's asozial. Aber wir haben ihn. Und den anderen Tempel können wir auch gerade noch machen. Wir haben ihn und den anderen Tempel können wir echt gerade noch machen, weil es sind so Luftentempel. Bekommen wir jetzt da noch was Krasses, oder? Oha! Oha! Also man bekommt hier noch Fettasche. Ist es bei jedem Tempel jetzt so, dass man hier 300 Rubine bekommt? Das würde die Fragmente gerechtfertigen. Und so könnte man das echt zu 100%... Oh Gott. Eigentlich so wenig Zeit. Und ich muss gegen Jin kämpfen? Okay, das wird jetzt spannend. So. Hier ist jetzt vollste Konzentration gefragt. Spawn die Truhe schneller. Dankeschön. Tschüss. Ja, was soll ich jetzt sagen?
Ja, das würde ja den Preis von den Fragmenten gerechtfertigen, weil für was anderes braucht man ja das Geld nicht. Bei dem Händler. Und dann hat man ja auch irgendwie alles andere vielleicht. Ja, ich werde es auf jeden Fall, wenn wir den Heldenmodus mal im Stream spielen oder so, dann wird sich auf jeden Fall hier gegönnt. Ich habe vor, den Heldenmodus übrigens zu streamen. Weil ich einfach einen besseren Bezug zu der Community. Oh, mein Sprechen das nach. Ohne Witz. Oh, hier ist schon der letzte. Das war noch so ein kleiner Boss-Rush. Der Jin regt mich jetzt gerade auf, der jetzt noch kommt, weil der braucht lang. Das war Betrug. Das war sowas von Betrug. So. Ich glaube, der dauert allein eine Minute. Komm schon. Ja, du kannst dich nicht bewegen, bla bla bla. Komm schon. Oh, der Boss ist so nervig. Ich versuche ihn, wenn möglich, einfach nicht einzubauen. Aber hier war jetzt vorgegeben. Ich finde halt nervig durch die Feuerbälle. Und du kannst halt alle abwehren. Und es ist halt nichts Besonderes. Und dann klatschst du halt einmal so die Vase um. Dann macht ihr hier so einen auf Hampelmann und kreist dich. Dann wirst du halt einmal getroffen, aber es juckt ja keinen. So, gibt's dafür eigentlich eine Speedrun-Kategorie? Für so ein Level? Wenn ja, habe ich jetzt den ersten offiziellen Speedrun aufgestellt. Ich wollte so mal sagen. Gut, ich baue offscreen die Level. Ich höre euch vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part erkunden wir die ganze Zeit permanent durch. Wir bauen nichts mehr. Wir haben noch viel vor uns. Und wenn es davon auch noch Schaufeln gibt, oh je, da haben wir echt viel vor uns. Bevor wir zum Finale kommen. Es tut mir leid. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss und bis bald.